Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Oh Herr, lernt Lights. Wir sind auf Tier 8 angekommen und ja, wir sitzen mal direkt im T92, amerikanischer Premium Light. Ich habe auf meinem eigenen Account tatsächlich nur Premium Lights. Ich muss mir erstmal anfangen, jetzt auch Standard Tech Tree Lights zu kaufen. Aber wir fangen mal mit dem an. Der hat vor einiger Zeit mal einen Buff bekommen und ist im Gesamtpaket das, was ich jetzt auf Tanks GG sehen kann in der Theorie, eigentlich ganz gut. Er hat vom Gunhandling her und von der Genauigkeit her eine sehr, sehr gute Kanone. Er hat ein sehr gutes Leistungsgewicht, dafür ist der Topspeed mit 60 nicht allzu gut. Und er hat einen guten Tarnwert und er hat 400 Meter Sichtweite, damit ist er recht gut bis sehr gut bei den Lights ausgestattet. 10 Grad Gun Depression, außer an einer Stelle, nämlich dort, wo diese Fahrerluke ist. Da kommt die Kanone nicht ganz runter und wow. Prochetto, mach mal Platz. Genau, danke. Wir gucken mal. Er ist halt klein. Aber die Frage ist, ob wir gegen einen Burask oder mit einem Burask uns hier auf der eher mäßigen Lightmap überhaupt einen großen Vorteil holen können. So, da hinten könnte man theoretisch was spotten. Natürlich haben wir hier nicht die beste Map bekommen. Drehfreudigkeiten liegen im Mittelfeld. Der Alpha ist halt nicht wirklich hoch, die DPM aber dann insgesamt völlig in Ordnung für Lights. Kommt da schon mal was? Ein Revalorisé, aber es schießt keiner drauf. Und mit dem traden willst du eigentlich nicht. Weil der halt einen verdammt fiesen Alpha hat. So, das hat er uns gesehen höchstwahrscheinlich. Ja. Und das ist hier relativ sinnlos. Ich muss zugeben, dass ich die Map nicht wirklich gut finde. Für Lights jedenfalls. Überhaupt nicht mein Favorite. Wir waren noch offen. Da. Ja, wir waren noch offen. Der SAPDK. Aber das ist halt wirklich nicht eine Map für Lights. Also auch nicht, gerade wenn du anfängst mit Achterlights zu spielen, ist das hier sehr, sehr bescheiden. Zumal der Prochetto da auch nicht wirklich eine Hilfe jetzt für uns war. Und der Trade mit dem Spotting gegen den SAPTK war jetzt nicht unbedingt zielführend, würde ich mal sagen. So ist der. Ja, der steht um die Ecke rum. Skorpion, komme ich nicht ran. Ich hätte gedacht, dass ich den von hier unten aus spotten kann. Muss zugeben, dass ich hier noch nie lang gefahren bin. Udits steht oben drin. Ich krieg den nicht auf. Ich kriege ihn nicht. Da ist er. Aber da, ja, okay. Man kriegt ihn von hier nicht auf. Ja, oh Herr, lernt Lights, ne? Also ich habe ja nie gesagt, dass wir hier gute Runden sehen werden. Und jetzt müssen wir uns hier aus der Mitte vor allen Dingen schon verabschieden, weil die Mitte halt vom Gegner eingenommen ist. Und dementsprechend wir da jetzt relativ einfach gespottet werden können. An die da unten komme ich nicht ran. Und gegen den VK-100 will ich eigentlich nicht wirklich antreten. So, fährt der hier lang? Kommt der VK von dort?
Dann dürften wir ihn aufmachen. Ne, er bleibt da in der Mitte stehen. Interessant. Ja, mein Beitrag in dieser Runde war dezent null. Aber selbst mit als guter Leitfahrer ist das auf der Map halt so. Der Even ist jetzt rausgegangen. Ich spekuliere halt ein bisschen darauf, dass der VK 100 hier... Ach, er ist in die Mitte gefahren, okay. Konnte ihn da treffen. Fantastisch. Ja, wir haben einmal Sightseeing auf wie heißt die tolle Map? Perlenfluss gemacht. Und haben dabei durch Zufall ein bisschen Spotting bekommen. Großartig, meine Damen und Herren. Ich bin jetzt... Warum bin ich jetzt nicht in die Mitte gefahren, um den VK 100 mit dem UDES anzugreifen? Genau, weil der Burast dann nämlich gekommen wäre und uns einfach rausgeklippt hätte. Der ist nämlich jetzt oben reingefahren. Und deswegen bin ich da nicht mit rein. Weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ich angekommen wäre, wäre ich genau dem Burask in die Arme gefahren. Dazu. Na, Burask, wo bist du? Wo ist er hin? Da ist er hin. Na los, Iso, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? So. So, die cappen jetzt zu zweit. Tatsächlich die Frage, wo... Ich bin so lost auf dieser Map als Light, muss ich zugeben. Man merkt das ja überhaupt nicht. Aber hey, wir haben Kill gemacht. Wir haben die ISU gerettet. Wow. So, und das 703. Kommt tatsächlich da hinten. Aber hat auch nur noch 62 Lebenspunkte. Ja, fantastisch. Willkommen, meine Damen und Herren, der ersten Runde in dieser Videoreihe auf Tier 8. Es war eine Freude und hat, ja, was soll ich sagen? Es ist einfach scheiße. Setup-technisch bin ich jetzt hier auch ein bisschen besser ausgerüstet als auf 6 und auf Tier 7. Ich habe hier das Kommandantensichtsystem, dann eine Bounty, Abgassystem, eine Optik, Optikdirektiven, um die gute Sichtweite zu pushen. Einerseits durch das Sichtsystem, andererseits durch die Optiken und auch die Colas mit dabei. Ja, wir sind letzter, was... Na, ah, wir sind Vorletzter. Wir haben uns noch vor die ISU gerettet mit wahnwitzigen 9 XP Vorsprung. Ja, ich sag mal so, das bringt mir den Vorteil, dass ich, es kann nur eigentlich fast nur besser werden. Ja, also besser im Sinne der Maps ist es jetzt nicht unbedingt geworden. Aber das Matchmaking ist besser geworden, denn wir sind jetzt Low Tier. Eieiei. Ja, das kann ja noch spaßig werden. Ich habe nach einer Runde oder nach mit statt der zweiten Runde schon jetzt so ein kleines Déjà-vu, warum ich irgendwann aufgehört habe, Lights zu fahren, jedenfalls in den normalen Standardgefechten. Ich habe die teilweise auch ausgerüstet, die 8er Premium Lights, die ich in meiner Garage habe. Aber dann in der Regel eigentlich nur für Frontline. So, Badget. Ja, okay. Oh, scheiße, Burask.
So. Krieg ich irgendwo ein Spotting? Oh Gott. Hau bloß ab. Jetzt kriege ich ein Spotting. Suchen wir mal auch noch auf. Das läuft ja. Hier, M103 vielleicht. Haben wir eine Arti? Nope, haben wir nicht. Aber das Witzige ist, dass das ist passiert ganz häufig, dass durch diesen First Spot, den man hier macht, die Leute nicht in weiter Richtung Süden fahren. Und einfach nur anfangen, sich gegenseitig in der Mitte zu beschießen. Jetzt stehen hier nämlich ein Haufen, die hier drauf warten. Oh gut, jetzt biegen ein paar ab. Das ist okay. Kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Schießt auf ihn. Yes. Also hier kann man wenigstens einen guten First Spot machen und damit schon mal gut Spotting sammeln. 1400. Ich hätte gedacht, dass wir da was aufkriegen, aber da ist leider keiner hingefahren. Standard B kommt man nicht. Was man bei dem überlegen könnte, da würde mich mal eure Meinung interessieren, ob es sinnvoll ist, in den vielleicht sogar einen Turbolader einzubauen. Damit man den Topspeed ein bisschen pusht. Wobei es halt eigentlich bloß der Topspeed ist auf dem Fahrzeug. Das Leistungsgewicht und auch die Drehfreudigkeiten sind eigentlich völlig in Ordnung. Aber er fährt halt leider bloß 60. Auf gerader Strecke. Die schafft er zwar auf allen Untergründen. Steht schon ein Leid, von daher ist da unsere Aufgabe eigentlich ein bisschen überflüssig. Oh fuck. Das habe ich nämlich jetzt geahnt, dadurch, dass die Mitte offen war, dass hier irgendjemand durch die Mitte gurkt. Und der Burask hat tatsächlich den Braten da gerochen. Und wir haben ihn trotz des sehr guten Gunhandlings leider nicht getroffen. Wie steht's denn? 5:3, wir führen. Aber ich befürchte halt, dass der Burask hier nochmal in die Mitte reingefahren kommt. So, E75. Wollen wir mal gucken, wo der Burask ist? Hilfst du mir? Der ist da unten. Okay. Oh, shit. Hallo. Natürlich zieht er mir mit dem ersten Schuss den Motor. Was ist denn los, E75? Fahr doch mal auf den drauf. Oh, Brennerb, ja, sehr gut. Hui! Gut, der Burask ist raus. Haben wir noch ein bisschen ein kleines Intermezzo gehabt. Und die Runde ist auf jeden Fall besser als die erste. Aber das war jetzt auch nicht wirklich schwer. So, da oben steht was. Ding ist nur,
Da kriegen wir kein Spotting drauf. Das müssen wir im Kampf erledigen. Die Batchet versucht dann nochmal einen Proxy-Spot zu machen. So, und jetzt, Leute, also, Centurion, wie wär's denn? Du hast die meisten Hitpoints. Stimmt nicht, ich habe die meisten Hitpoints. Krass, der ist nochmal runtergefahren. Nicht schlecht. Aber hier fehlt noch eine Su 130. Ich habe ein bisschen Schiss, dass wir jetzt genau ihr in die Arme fahren hier. Nope. Wo ist die? Hat die sich hier hintergestellt? Da ist der Konvoi. Oh fuck. Jop, deswegen. Deswegen bin ich ja wieder zurückgefahren. Und die Su kommt da nie im Leben hoch, oder? Zug erstellt. Ja, ehe ich jetzt unten bin. Ich glaube, das wird nichts, oder? Könnt's mal versuchen. Ich meine, rein theoretisch können wir uns einen Schuss von ihr fangen. Und sie zieht mir wieder den Motor. Ui! Also Motor scheint bei der kleinen Hütte auf jeden Fall ein Problem zu sein. Wir haben sie sogar mit HE-Munition unterschlagen, so wie es aussieht. Nice. Aber das ist auch bei einer Su 130 nicht allzu schwer. Die Runde stimmt mich etwas milde. Keine Ahnung. Also, ja, die erste Runde war, müssen wir jetzt nicht groß drüber reden, das war ein Klogriff. Ich mache mal kurz das Platoon-Fenster hier zu. Ich weiß gar nicht, warum er mich jetzt eingeladen hat. Wir bekommen eine zweite Klasse. Wir bekommen die Orlik-Medaille. Zerstören Sie mit einem leichten Panzer mindestens der gegnerische Panzer oder Jagdpanzer in einem Gefecht. Das gegnerische Fahrzeug muss mindestens eine Stufe höher... Hä? Achso, wir haben 3 Kills gemacht. Wir haben... Ach, den PTA und den Konvoi. Ja, das waren 2 Neuner. Nice, den Standard B haben wir angezündet. Wir bekommen hier eine zweite Klasse. What? Okay, fassen wir das kurz zusammen. Die erste Runde war das wirklich, was am untersten Niveau kratzt. Und das kratzt zwar jetzt nicht am obersten Niveau, aber wir haben mit der Runde über 1000 Base XP gemacht. WTF, was? Wie? Ich meine, wir machen 1400 Damage. Ja, das ist okay. Wir spotten nochmal 1400, aber das fühlt sich jetzt nicht an wie... Hey, das waren 1000 Base XP, aber okay, ich nehme das so mit, freue mich natürlich, ich hätte mal die Schnellausbildung ausmachen können, dann hätten wir nämlich jetzt schon 8000 XP gehabt für die Field Mods, ich mache die mal aus, ich weiß gar nicht, es kann sein, dass ich, habe ich mir den damals noch selber gekauft und habe noch 5-fach Booster für den rumliegen, aber die laufen doch eigentlich irgendwann ab, oder ist gerade wieder irgendeine 5-fach Aktion, ich weiß es nicht, sei es drum. Das war der T92. Er ist nicht der schnellste, aber kanonentechnisch sehr gut, Wendigkeit sehr gut, Gun Depression sehr gut, Schadenwert recht gut, Sichtweite recht gut. Also ja, ein Scout zum Scouten und nicht zum Schaden machen. Wenn es die Map dann mal hergeht, hat er, glaube ich, richtig viel Potenzial. Was sagt ihr zu dem Fahrzeug? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Teilt das Video gerne weiter, wenn es euch gefallen hat. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, Namen nicht genannt. Gmonfen, Kulle, Gorwin, Kutano, Carbine und Roblitz. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.